Hallo und willkommen zurück. Ich bin schon zum Herrn der Schildgröße, Kröte gereist. Und ja. Jetzt habe ich mir gedacht, bevor wir an der Schildkröte gehen oder fliegen, probieren wir mal, na, so jetzt geht's, Entschuldigung, probieren wir mal die Berserker-Gegner. Verteidigung ist ja Wahnsinn. So einen haben wir mal. Übrigens bekommt man auch eine Trophäe, wenn Meister Kaio, anscheinend ist es selten, dass er spricht. Weiß ich nicht, obwohl wenn er es 10-mal spricht, bekommt man eine Trophäe. Habe ich zumindest gehört. Very well. Offenbar hast du dein Training schon zum Teil abgeschlossen. Okay, hier ist deine Belohnung. Zahlt sich schon aus. So, jetzt geht's aber weiter. Ah ja, und die Zählspielarena möchte ich mir unbedingt anschauen. Ja, da können wir auch schon hin. Ich bin gespannt, ob Zell durchsteht. Okay. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Might cause some trouble later. Best to deal with this.
this now. Nein, schade. Die ist noch nicht vorhanden. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Gut. Oh, die müsste da sein. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Ah, da ist sie. Nimm das zuerst, ist okay. Was sind da Abkehrungen? Oh geil. War ziemlich klein, finde ich. Gut, ist jetzt so. Da geht's dann bald rund. So Freunde, dann geht es heute weiter mit der Story. Los geht's. Yep, there's no place like home. Genau, daheim ist daheim. Goku, you're finished. Goku, das ist Training abgeschlossen, oder? Lass uns doch als Familie irgendwo hinfahren. Naja, ich bin ja auch nicht ganz fertig, aber okay, klar. Oh, dann ist es abgemacht. Jetzt, wo du endlich den Führerschein hast, können wir uns das große Auto meines Vaters leihen. Mit der ganzen Familie einen Ausflug an den See machen. Okidoki, sollen wir irgendwas mitbringen? Mach für uns was zu essen. Könnt ihr dir Fisch und Fleisch besorgen? Fisch und Fleisch, das kann ich mir merken. Wie viel? Folgende Sachen brauche ich. Wenn ihr mir das bringt, kann ich ein Festmahl zaubern. Chichi, reicht das für die Zutaten? Schon wieder da? So ist er, mein Mann. Hey, ich kann es kaum erwarten, reinzuhauen. Ich mache uns schon was Leckeres. Also immer ruhig mit den jungen Pferden. Tada, fertig. Wow, das riecht ja köstlich. Ich habe versucht, meinen kulinarischen Horizont für diesen Anlass ein bisschen zu erweitern. Macht euch auf was gefasst, Jungs. Mann, ich kann es kaum erwarten. Musst du aber, es geht erst was, wenn wir beim Picknickplatz sind. Na dann los. War ja gut. It's been
ages since we've gone out. Wir waren schon so lange nicht mehr zusammen unterwegs. Das wird bestimmt lustig. Für leckeres Essen würde ich alles tun, aber diese Fahrerei war noch niemand Ding. Warum nehmen wir nicht die Chindu-Chun? Ist viel einfacher. Ja, weil es dann ja kein Familienausflug mehr wäre, nicht wahr? Außerdem hat ein Ausflug im Auto ein bisschen mehr Atmosphäre. Ist das alles? Dann mag ich das. Son Goku, weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, sind auf deinen Chindu-Chun geflogen. Na klar, wir sind zum Mutroshi gegangen, um den Banjo-Fächer auszulernen. Genau. Als ich hinter dir saß, wusste ich schon, dass wir heiraten müssen. Na wirklich? Was für schöne Erinnerungen. Von dem Tag unserer Verlobung bis zum Wiedersehen beim Kampfsportweltturnier konnte ich an nichts anderes als dich denken. Mama scheint sich zu freuen, Zeit mit Papa zu verbringen. Sie hat sich wirklich Sorgen gemacht, dass sie diese Herzkrankheit hatte. Ich hab's. Ich sollte mich verabschieden, wahrscheinlich möchten sie ein bisschen Zeit für sich haben. Tut mir leid, mir ist gerade eingefallen, dass ich noch was erledigen muss. Wollt ihr schon mal ohne mich fahren? Ich komme dann so schnell wie möglich nach. Hey, aber Son Goku, das steht doch schon seit... Keine Sorge, ich weiß, wo das ist. Außerdem kann ich schneller dorthin fliegen, als ihr fahren könnt. Viel Spaß bei der Fahrt. Wenn du meinst, dann will Son Goku nur wir beide. Klingt gut, bis später, Son Goku. Was soll ich jetzt tun? Hey, da ruft jemand an, wer das wohl ist. Hallo, hier ist Son Gohan. Son Gohan, ich bin's Bulma. Kann ich mal deinen Papa sprechen? Oh, mein Papa. Tut mir leid, er und Mama sind ihm gegangen. Oh Mist, dann habe ich ihn gerade verpasst. Ist irgendwas? Ja, vielleicht, naja, wir sind bei mir und reparieren den Cyborg, den Krillin mitgebracht hat. Er braucht einen Ersatzchip für den Kopf, allerdings fehlen uns die Materialien. Ich habe ein bisschen recherchiert und wie es aussieht, sind die benötigten Metalle nur in deiner Gegend zu finden. Ich hatte gehofft, dass dein Papa uns dabei unter die Arme greifen könnte. Oh, ist das alles? Ich würde gerne helfen. Ich habe sowieso nichts zu tun. Wirklich? Oh, das wäre super. Danke. Okay, hier kommen die Sachen, die wir brauchen. Bereit? Alles klar. Die finde ich im Handumdrehen. Du bist unser Retter, Son Gohan. Gar keine schlechte Nachmittagsbeschäftigung. Gut. Die Transformation Super Saiyan ist jetzt für Son Gohan verfügbar. Jawohl, endlich. Ja, schau her, jetzt sind wieder ein paar Nebenmissionen aufgetaucht. Wo finde ich diese Memorid? Den kann ich nicht zerstören. Kann ja überall sein. So. Das haben wir gleich. Thank you.
Das wird jetzt schwierig, weil das kann überall sein. Ah, okay. Nein, 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 die war rüber, macht komplett Sinn. Yes. Dann ist er da auf den Felsen rum. Ah, da oben. Ja, es braucht jetzt keinen Blödsinn. Furchtbar. Hat das eine Erinnerung? So, aber das machen wir sicher noch nicht. Und zwar, wo war die Erinnerung? Ah, da. Son Goku und Chi-Chi heiraten. Der Rinderteufel bereitet sich nach dem Kampfsportweltturnier auf Son Gokus und Chi-Chis Hochzeit vor, als urplötzlich sein Schloss in Flammen steht. Der Rinderteufel eilt zum brennenden Schloss, um das Hochzeitskleid von Chi-Chis Mutter zu retten. Nachdem sie die Flammen gelöscht und sowohl das Kleid als auch den Rinderteufel gerettet haben, heiraten Son Goku und Chi-Chi. Kann mich noch ganz genau sehr gut erinnern. So Freunde, jetzt können wir dann gegen Nappa und Sabon kämpfen. Aber wir machen noch die... Ah, brauche ich gar nicht. So. Kämpfen noch. Oder schauen sie noch die Nebenmission an von... Ich schätze, dass es Meister Shen ist. Da oben steckt wohl etwas fest. Ich nicht kämpfen. Aber es wimmelt von Gegnern, es ist gerade. Jawohl, das wollte ich. Und dann gibt es eine Trophäe und die ist voll selten. Ah, okay, es geht eh weiter. Aber wieso stellt er sich dann immer so dumm an? Stürzt das eh schon. Gut.
glaube 50 muss man schaffen. Das werde ich in dieser Gegend machen. Wie gesagt, wir machen eine extra Folge draus. Wenn das nicht. Was ist. Okay, nein, ist nicht so schlecht. Kleine Roboter kann auch die Höhenspirale. Dieser kleine Rotzbengel, den wir vor Jahren getroffen haben, könnte die Lösung sein. Für sein Alter besaß er schon sehr viel Kraft. Wenn ich mich recht erinnere, hat ihn diese Frau Songun genannt. Ich kenne diese Typen. Sehr ärgerlich. So hat die Schicker-Schule so viele Schüler und die Kranich-Schule nicht. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Kranich-Schule schließen muss. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Wir werden Schüler wohl zwangsrekrutieren müssen. Hey, was macht die beiden da? Habt ihr da schon wieder irgendwelchen Unfug im Sinn? Ah, wer bist du? Ich bin Songun, Son Gokus Sohn, wir kennen uns. Ihr wisst doch nicht noch genau, was ihr angestellt habt. Von Gohan? No way! Wirklich? Das ist ihm überhaupt nicht ähnlich. Huh? Ja, stimmt, es ist viel passiert, aber ich bin es. I won't let you! Naja, wie auch immer, ihr beide habt doch etwas Böses im Sinn, genau wie das letzte Mal, oder? Hm. Das war rein geschäftlich. Ein dummes Kind würde das nicht erkennen. Was? No! Warte, warte, es ist nicht nötig, dass wir kämpfen. Huh? Ach? Yeah. Es ist doch alles schon so lange her. Ich habe seitdem viel nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, die Kranich-Schule zu reformieren. Wirklich? Aber wie du siehst, hat die Kranich-Schule keine Nachfolger mehr. Ich habe mich wirklich geändert, aber niemand will sich mir anschließen. Denn auf einmal bin ich gefahren. Halt die Klappe, wenn wir die Kranich-Schule wieder... brauchen wir Kraft und der Junge könnte das... da genau das Richtige sein. Oh, verstehe. Tja, so sieht es aus. Wärst du bereit, den Namen der Kranich-Schule fortzuführen? Ich erlasse dir auch die Gebühren. Und ich lege noch ein kostenloses Attentat obendrauf. Yeah. Hörst du dir zumindest an, was ich zu sagen habe? Hör zu, aber ich kann euch nichts versprechen. Yeah. Meine geliebte Kranich-Schule steht kurz vor dem Ende. Selbst meine Schüler Tenshin Han und Shaozu, um die ich mich so sehr gekümmert habe, sind fort und werden wohl nicht zurückkommen. Was noch schlimmer ist, die Schildkrötenschule bekommt all die vielversprechenden Schüler wie dich. Also ich bin eigentlich keiner von Mutenroshes Schüler. Deshalb habe ich beschlossen, neu anzufangen und dieses Mal will ich alles besser machen. Ja genau, das will ich auch. Ach wirklich? Das sieht sehr misstrauisch aus. Dann bleibt uns keine andere Wahl. Na schön, ich beweise dir, dass es mir ernst ist. Ich habe keine Mühen gescheut, um das zu beschaffen, was dein Mutenroshi und seine Schüler über alles lieben. Was? Was soll das sein? Das hier! Fotoband mit Frauenbildern? Ja, das ist die neueste Ausgabe. Ich habe sie heute erst gekauft. Und was sagst du? Du bekommst den Band und noch viele weitere, wenn du dich der Kranich-Schule anschließt. Naja, ich finde ein botanisches Lexikon irgendwie interessanter. Ah! What? Bist du verrückt? Schau dir doch mal diese Kurven an. Die Schüler der Schildkrötenschule stehen doch auf das gleiche Zeug wie Roshi, oder? No! Nicht alle seine Schüler sind wie er. Mein Papa interessiert sich zum Beispiel gar nicht für so Zeug. Außerdem habe ich eben schon versucht, euch zu sagen, dass ich eigentlich kein Schüler der du willst dich der Krankenschule also nicht anschließen, was? Schau vorbei, mach die Maschine bereit. Wir müssen doch Gewalt anwenden. Das hätten wir von Anfang an machen sollen. Zittere, Frau Taube bei Supermaschine.
Ah, ihr seid echt hoffnungslos. Ja, die schauen einmal anders aus, Gott sei Dank. Für den Alter 48. Reicht's aber, danke. Was bist du? Was hast du mit unserer Maschine gemacht? Verdammt, ich konnte dich nicht von deiner geliebten Schildkrötenschule abbringen. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich gehöre nicht zur Schildkrötenschule. Was? Zu welcher Schule gehörst du denn dann? Also, eigentlich haben mir Piccolo, Krillin und mein Papa das Kämpfen beigebracht. Ich gehöre also wohl keiner Schule wirklich an, ha? Das ist doch lächerlich. Hey, der Junge hat recht. Was, Mutten Roshi? Dogon ist die Zukunft der Kampfkunst. Er ist nicht beschränkt durch die Dogmen einer Schule. Er hat mehrere Meister, aber keiner von ihnen ist davon besessen, seine Lehren unverwässert weiterzugeben. Seine Meister haben ihn unterrichtet, damit er Erfolg hat. So ist das inzwischen. Verdammt. Oh, damit wird es wohl erledigt. Zum Glück ist Mutten Roshi aufgetaucht. Was machst du eigentlich hier, Mutten Roshi? Ach, ich muss mich um eine kleine persönliche Angelegenheit kümmern. Was ist nicht, ich habe meine Zeit und mein Geld auf dieses dämliche Buch verschwendet. Ja, wegen dieser Sache. Hey! Das Buch, das du so gut vorhin gezeigt hast, du brauchst es ja nicht mehr. Kann ich es vielleicht haben? What? Was? Yep. Naja, ich wollte es mir auch kaufen, aber du hast mir die letzte Ausgabe weggeschnappt. Ich dachte, ich kann dich vielleicht überreden, sie mir zu überlassen. Ach ja, und du hast doch gesagt, dass Schüler der Kranichschule ganz viele dieser Bücher bekommen, oder? Very well. Schätze, dann werde ich mich der Kranichschule anschließen. What? Über meine Leiche, ich will doch nicht so einen alten Perversling wie dich als Schüler haben. Hey! Sag dir gerade der Richtige, du hast dir das Buch doch gekauft. Why you? Immerhin bin ich nicht wie ein Irrer jemanden. Immerhin bin ich nicht wie ein Irrer jemanden hinterher, der das Buch gekauft hat. Naja, jetzt wo ich schon mal hier bin, kannst du nicht noch mal einen Blick reinwerfen lassen. Why you? Auf keinen Fall. Egoistischer alter Sack. What? Besser. Egoistisch als pervers. Ich sollte verschwinden. Wow, fast 50. So, Freunde. In der nächsten Folge kämpfen wir gegen Sabon und Nappa, wenn möglich. Das war's mal für heute. Für meine Versprecher möchte ich mich entschuldigen. Ist halt so. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.